Federico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Ohoho. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kamen? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand? Okay, der Helikopter wird auch schlauer gewesen. Arbeitet für die Ravello. Große Typen. Habe ich zufällig noch einen? Dann kann ich wenigstens gleich die Waffe umbauen. Gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, amigo. Wir sind dumm gelaufen. So. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Aussichtspunkt. Oder ich hätte mir einfach ein Flugzeug da krallen sollen, ey. Wäre auch noch okay gewesen. Thank you.
Jetzt gleich müsste ich nur besser snipen können als beim letzten Mal. Dann ist alles gut. Rico, wie sieht's aus? Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Dann macht ihr mal. Bumm. Unbedingt was mit diesem Schreibtisch machen, ey. Ohne Witz. Sehr subtil. Wie bestellt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Ah, nicht nachladen. Komm schon. Ah, komm schon. Test bestanden. Geh jetzt zum Aussichtspunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie, wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde. Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach. Hey, kommt ihr beiden jetzt, oder? Nicht jeder kann fliegen. Aber jeder könnte es gerne. Die fahren diese Pornokarre, Alter. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Und was für nicht? Na, ist gut. Bedeckung, während ich die Daten runterlade. Beeil dich!
Annika, ich bin drin. Verdammt, noch eine Firewall. Das Laufwerk hat eine komplizierte Verschlüsselung. Das dauert noch etwas. Schön, dass du beeindruckt bist, aber lange überleben wir das hier nicht. Ach komm schon. Ich hab's gleich. Die Sicherheitsprotokolle sind extrem robust. Ist mir egal. Ach komm schon. Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer, als ich erwartete. Theo, das ist mir egal. Knack das Ding. Fertig, verschwinden wir. Nördlich von euch. In dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Ach, komm schon. Wir rücken vor, Rico. Gib uns Deckung. Ich habe keine Scharfschützen, alles klar. Ach komm schon. Da kommen sie. Okay, rücken wir vor. Gib uns Deckung. Ja. Ich kann ihn von hier aus nicht sehen. Alter. Weiter jetzt. Halt uns den Rücken frei, Rico. Leicht zu überlassen. Wenn du zu schnell zu viel Bavarium reinwirfst, geht hier alles hoch. Wir rücken weiter vor. Gib uns Deckung. Schon? Vorsicht, da kommen noch mehr! Die schießen auf uns! Rico, beeil dich! Ach, fuck! So. Komm, lad schneller nach, Rico! Die schießen auf uns! Geil, ich habe noch ganz 6 Schuss. Richtig gut. Rico, benutz deinen Haken und kling dich ein. Okay, bring uns hier raus, Theo. Rico, gib uns Deckung! Flieg auch noch hier rüber, Theo. Kein Problem. Nein, ich spiele jetzt nicht. Oder doch? Nein. Theo, kannst du auch mal Gas geben? Alter!
Sicherheit. Gleich. Gleich sind wir in Sicherheit. Raketenwerfer! Zerstöre sie! Du sagst das, als hätte ich das noch nie gemacht. Da fliegt der Raketenwerfer. Hui! Mal das Propaganda-Plakat zerstören, ja. Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Mit dem Schienbein aufgekommen. Alter. Warum